Kwame Conga, nein, von Dune 2, weil Dune 2 war ja meines Wissens nach das erste Echtzeitstrategiespiel und da kann ich ja gleich sagen, oh, es ist geklaut und so, ne? Also mit dem schwachsinnigen Argument kommt man hier nicht weit. So, wir machen alles zu. Glitch. Geht halt echt. Was war das denn jetzt? Ich fall noch raus aus der Karre. Ich sehe es kommen. Ich sehe es wirklich kommen, dass ich da noch irgendwie rausfalle und nein, sterbt die Kamera nicht. So. Wir bauen wieder irgendwo eine Landschaft. Oder was weiß ich. Alle Puzzlespiele sind von Tetris geklaut, weil Tetris war ja, wie wir alle wissen, das erste Puzzlespiel. Geh weg. Das irritiert mich total. Aber schönes Spiel. Schönes Spiel auch, wenn so. Verdammt! Auch wenn es total buggt jetzt gerade mal. Wofür Effekt? Ja, das sieht ja mal total scheiße aus. Wo ist mein Stein? Ich kann keinen Stein platzieren. Also. Moment. Och, ich bin so schlau. Was ist noch geklaut? Ja, gut. Oh, die machst du gleich nochmal, weil es so schön war. Ah. Nein! Ja, jetzt, aber. Was ist noch geklaut? Ja, gut, World of Warcraft ist eh komplett geklaut. Also ich glaube, da hat Blizzard echt überhaupt nichts Neues erfunden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so ziemlich alles, was... Ich back mich hier gerade irgendwie in die Wand. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas über World of Warcraft. Ja, das ist im Prinzip ja, glaube ich, ziemlich nur geklaut von anderen Rollenspielen, Online-Rollenspielen, die es früher schon gab. Ja, es gibt Online-Rollenspiele schon vor World of Warcraft. Zum Beispiel Guild Wars kam vor World of Warcraft raus. Hatte damals schon die Streaming-Technologie, die glaube ich jetzt auch in... Da fehlt ein Block. So eine Scheiße. Macht mir Angst. Ich block da noch irgendwann. Ich block da noch irgendwann durch. Und ich mach noch eine. Ich bin so blöd auf meine Leitung. Boah, das Spiel verwirrt mich gerade mal wieder total. Das wollte ich jetzt noch schauen. Ja, die ersten Online-Rollenspiele, genau da war ich jetzt, kam irgendwann in den 80ern raus. Also das erste, wo man dann halt wirklich. Naja. Ob man das jetzt Online-Rollenspiel schon nennen konnte, darüber kann man jetzt diskutieren. Weil in den 80ern, naja, da war das technisch noch nicht ganz so... Ach, fahr doch zur Hölle. So weit fortgeschritten. Und, naja. So, da oben ist mein Ausgang. Da bauen wir auch noch ein Mäuerle hier, warum auch immer. Gott, das wird ein Großprojekt werden. Das werde ich wahrscheinlich dann nur alle 10 Monate mal so Stündler oder zwei spielen. Und dann irgendwann nächstes Jahr werde ich dann die ganze Insel bebaut haben mit so einem riesigen Haus, wo nur ein Eingang hat und der ist hier vorne, ja. Und genau, das ist der einzige Eingang. Und für den so Weg zur Straße hinunter und da drüben, da geht es dann in das restliche Haus, das einfach mal alles da umfasst. Und die Insel ist recht groß, habe ich schon festgestellt, ja. Ich habe es mir schon mal angeschaut. Und wir pflanzen Gras auf den Hügeln. Weil bis das wieder von alleine wächst. Hallo? Ach ja, weil diese halben Blöcke sind auch nicht so ganz das Wahre. So. Mich auf meine eigene Mauer wieder raufkommen. Ich brauche eine Mauer, um auf eine Mauer zu kommen. Haha. Mein Männchen ist ziemlich beschränkt in seinen Fähigkeiten.
Dann baue ich doch da einfach direkt mal weiter. Warum nicht? Stein um Stein mauere ich mich ein. Ich befürchte, dass es irgendwann wirklich so weit kommt. Ich brauche noch einen Keller, fällt mir gerade auf. Und vielleicht Fenster, die es nicht gibt in dieser Version. Vielleicht in der nächsten. Wahrscheinlich kommt morgen gleich die nächste Version raus. Oder heute noch, ja, weil es schon der 25. Und da feiern die Engländer, Amerikaner, wie auch immer, ja, Weihnachten. Weil sie blöd sind, am 24. zu feiern. Da wird wahrscheinlich eine neue Version rauskommen. Hey, es ist Weihnachten, bringe eine neue Version raus. Ne? Die kann 10.000 neue Features und ist zu 100% inkompatibel mit der alten. Das heißt, ihr müsst alles neu machen. Oh, oh, oh. Ja, das würde so passen. Aber vielleicht läuft die dann wegen Performander. Gut, ist eine Pre-Alpha, ne? Das ist. Wie als würde man erwarten, dass er Opel schnell fährt, ne? Gut, Opel ist jetzt schon ein bisschen länger in der Pre-Alpha. Wird es wohl auch nicht mehr verlassen, die Pre-Alpha. Naja. Reden wir nicht über katastrophale Fehlschläge, reden wir über was Schöneres. Audi Quattro. Hey, kauft mir einen, schenkt mir einen. Adresse gibt's auf meiner Website. Schickt ihn mir per Post, packt ihn in ein schönes Paket oder so. Schickt ihn mir. Am besten mit so einem 1.8er Turbo. 1.8er 20V Turbo. Mit standardmäßig schon mal 225 PS oder so war das jetzt, glaube ich. Ja. Umgerüstet auf Gas, weil Benzin kostet gerade wegen viel. Das merke ich immer, wenn ich meinen Synchro-Tank. Du musst noch weg. Wie kriege ich dich weg? Das mit den halben Steinen ist so eine Sache. Schön, wie ich die Welt reinbacken kann. Hey, Moment! Hä? Ich habe jetzt irgendwas kaputtgeschlagen. Aber was? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Was schlage ich da kaputt? Ich weiß es gar nicht. Will ich das überhaupt wissen? Ich bin immer noch zu niedrig jetzt. Bringt mir nicht so wirklich was. Was habe ich da jetzt kaputt geschlagen? Keine Ahnung. Verdammt. Verdammt! Ha! Denkst du, du kannst mich überlisten, dummes Spiel, wa? So, wir haben schon mal ein schönes, gemütliches Haus gebaut. Dass ich jetzt, wie gesagt, nicht mit Fenster oder Türen aufrüsten kann. Aber wer braucht schon Fenster und Türen? Große Mauern sind viel einladender. Ich habe auch noch einen Weg auf meine Mauer, den baue ich jetzt auch noch fertig. Sieht zwar scheiße aus, aber egal, irgendwas muss ich ja noch machen, bis die ersten Videos fertig geladen sind. Von Command & Conquer und... Was ich die ganze Zeit noch in Command & Conquer erwähnen wollte... die Videos werden jetzt doch nicht nur 15 Minuten, wie ich mal irgendwo gesagt habe, gemacht. Nein, ich werde es jetzt immer irgendwo so zwischen 15 und 20 Minuten schneiden, meistens so 17, 18 Minuten rum und so hochladen. Da gibt es möglicherweise ein, zwei Videos weniger jetzt am Wochenende. Dafür sind die Videos dann etwas länger. Ich habe gerade beschlossen, da muss noch eine dritte Stufe hin. Die Doppelrahmstufe. Doppelrahmstufe. Ich komme jetzt auf so ein. Und ich sehe gerade nebendran die Server-Software, die öfters mal saved. Ja, weil ich spiele das im Fenster, im Vollbild, bricht die Framerate mal wieder total ein. Warum auch immer. Fragt mich nicht warum. Sie macht es halt einfach. Ach, herrlich. Das ist wie Lego spielen. Unsere Lego-Steine stehen auf dem Bachboden. Bachboden, Dachboden. Was ist das? Baum? Möglicherweise. Kirschbaum. Baum.
Das? Auch. Keine Ahnung. Mach mal weg da. Kann ich den nicht irgendwie daneben setzen? Achso, in die Luft will ich den setzen. Geht es nicht irgendwie? Moment. Ha! So, jetzt bauen wir ein Dach auf mein Häuschen. Das wird jetzt ein Unterfangen werden. Und ich falle erstmal runter. Oder sind das überhaupt Dachziegel oder soll es mehr so Lehmziegel oder so darstellen? Keine Ahnung, das sind jetzt Dachziegel, habe ich gerade beschlossen. Und deswegen bauen wir die jetzt auf mein Haus oben drauf. Sieht dann zwar total scheiße aus, aber pff, ist mein Haus. Das kann so scheiße aussehen, wie ich will. Kauft euch euer eigenes Haus, ihr gierigen Arschgesichter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Nicht wichtig, nicht wichtig. Wenn es nichts Gescheites, wenn doch, fällt es mir bestimmt wieder ein. Irgendwann, so in 10 Let's Play Folgen, Corny Conga, dann bin ich morgen, ja, morgen werde ich was aufnehmen. Ja, morgen habe ich Zeit. Da werde ich definitiv, fällt mir ein, der Dach muss ja noch wegen überstehen, ne? Gut, der Dach muss im Prinzip auch schräg sein, damit der Schnee runterfällt. Schneit bald, sieht man. Ja, definitiv sieht nach Schnee aus. Boah. Nein. Das wird noch eine Arbeit werden. Also. Und wir fallen mal wieder runter. Hey, ich muss meine Treppe noch weiter machen. Und ich drücke immer noch die falschen Tasten, weil ich zu blöd bin, die richtigen zu drücken. Es ist schwierig, ey. Es gibt zwei Tasten, die wir da merken müssen. Erstmal links und rechts. Links und rechts. Das ist... Toll, das sind besoffene Idioten auf beiden Seiten, ne? Boah, toller Witz. Toll, jetzt habe ich meine Treppe da. Die baue ich mir noch nicht zu. Ich habe das Gefühl, die brauche ich nochmal. Und ja, so, damit wird der Drops gelutscht hier. Und ich glaube wirklich, dass das total langweilig wird, wenn ich das hochlade. Und wird sich wahrscheinlich kein Schwein anschauen, aber egal. Es hat mich noch nie interessiert, ob die Leute meine Let's Plays mögen oder nicht. Geh weg da, du Scheißdeich. So, besser. Unverschämt, Alter. Kann ja jeder auf mein Dach steigen, wenn du da so im Weg bist. Hey, was machst du da unten? Was mach ich da unten? Was soll denn der Mist? Verwirrung. Na. Komm, na also. Ich steck mal wieder irgendwo in der Luft fest. Passiert mir öfters. Bin ja echt der Luftikus. Ha. 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 Ja, Honk, wir lachen wieder alle über deine Witze. Kannst du uns hören? Das war ja echt ein Atomwitz. Alle strahlen. Und die Witze werden schlechter. Ist ja auch schon 2 Uhr morgens. 2 Uhr morgens müssen die Uploads gleich fertig sein. Zumindest der erste. Der zweite lässt dann nicht lange auf sich warten, würde ich mal sagen. Der dauert ein bisschen länger, weil das zweite Video ein wenig größer ist. Die Treppe lasse ich noch frei, habe ich gesagt. Und, ach, es ist herrlich. Ja, das werde ich heute vielleicht noch, nein, hochladen will ich es nicht, aber konvertieren. Und morgen zu den Corny Conga Videos. Vielleicht lade ich auch die Woche was hoch, weil... Ich habe jetzt ein bisschen Urlaub, da werde ich vielleicht noch ein bisschen Corny Conga zocken und hochladen. Ich bin nämlich gerade etwas aus folgenlos. Und das wird nicht folgenlos bleiben. Gott, war der schlecht. Das wird immer schlechter, meine Witze, ja. Naja, gut.
andererseits, viel schlechter können sie jetzt nicht mehr werden, ne? Vielleicht soll ich mir noch eine Leiter darauf bauen. Ah, es gibt keine Leitern. Gibt's Leitern? Kann da jemand eine Leiter entdecken? Ich kann da so gut wie gar nichts entdecken. Kann mir jemand diese Symbole erklären? Ich hätte es vielleicht mal etwas ausgiebiger testen sollen. Ach, Blödsinn. Ja, langweilig. Ah! Gut, dass ich mal eine Treppe gelassen habe. Es ist erstaunlich, wie oft der saved. Wie lange spiele ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch sonst nie. Daher, gutes Let's Play. Ja, gut. Planlos wie immer. Habe keine Ahnung, was ich erzählen soll, weil es unglaublich langweilig ist, wenn man dann nur zuschaut. Es ist wirklich unglaublich langweilig. Außer bei Gronkh. Gronkh kann das. Gronkh ist da immer voll entspannt und hat eine Stimme, da kommt mir erotische Gedanken. Nein, ganz so schlimm ist es dann doch noch nicht, denke ich mal. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir nicht, noch nicht. So verzweifelt so ich noch keine Frau, dass ich anders denken werde. Zusammenhangsloses Nein, es ist das so nebendran hier so. Nicht so, so da rauf wieder. Rauf! Und ich muss sagen, dafür, dass es eine Pre-Alpha ist, läuft es erstaunlich flüssig. Flüssig, stabil meine ich. Schauen wir mal, da muss noch irgendwas hin. Und man kann auch Cheats benutzen, wenn man das will, auf den F1 bis 12 Tasten. Also F12 ist Screenshot, F11 ist Vollbildschirm, F1 ist glaube ich 10-fache Geschwindigkeit oder so. Und dann gibt es noch einfache wieder und No Clip und Free Walk oder so. Walker, Texas Ranger. Spielt Chuck Norris, wie er sein episches Haus baut. Sieht doch ganz gut aus. Da ist noch mal eine Treppe. Und was haben wir da noch? Da fehlt noch ein Eck. Gut, sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Ha, wie ein Maurer. Nur besser. Und ja, ich darf Maurer beleidigen. Mein Vater ist ein Maurer. Maurermeister sogar. Ja, mein Bruder, mein ältester Bruder ist ein Maurer. Nur Gesell, weil der faule Sau ist. Ich meine, weil es ihm natürlich völlig reicht, Gesell zu sein. Und Meister lohnt sich ja eh nicht. Würde mir echt ankotzen, wenn ich mit 30 immer noch, mit 29 immer noch Gesell wäre. Das ist auch ein guter Moment, um mal zu erwähnen, dass ich froh bin, dass er nicht meine Videos guckt. Und ich werde auch nicht sagen, dass ich sowas mache ihm. Ihm nicht sagen, dass ich sowas mache, also solche Videos. Dann guckt er sie am Ende noch wirklich noch an, dann kommt er rauf und ey, Alter, so kannst du was, naja, ganz so schlimm ist doch nicht. Dann legt er sie wieder künstlich auf, ey, sowas kannst du bei der Sache, ich hau dir aufs Maul. Nein, sowas sagt er nicht, aber er schreit dann halt wieder rum und, ja,